Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der Charmy Box, die mal Vegan Beauty Basket hieß, in der Weihnachtsedition. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Charmy Box ist eine Box, die alle 2 Monate erscheint normalerweise. Und die liebe Ina ist die Geschäftsführerin und die macht das Ganze immer total liebevoll. Die malt auch selber diese Kärtchen immer und so, ne? Und die schickt mir diese Box jedes Mal, ne? Also alle 2 Monate. Und ja, vielen, vielen Dank, liebe Ina, für diese mega coole Kooperation, die wir haben, denn Ina ist so ein richtig herzlich lieber Mensch. Mit Claudi 15 kannst du auch auf deine Box 15% sparen, wenn du möchtest. Da kannst du gerne meine Infobox vorbeischauen. Das hier ist jetzt eine Sonderedition, die einmal im Jahr erscheint, immer passend zu Weihnachten. Und die ist nicht wie die normale Charmy-Box in so matt-schwarzen Farbgedönsen, sondern in diesem Eierschalen-Farben-Ding. Und ich möchte mit euch mal zusammen hineinschauen. Und sie kostet normalerweise, also die kostet 19,99 €, die Sonderedition. Normalerweise kostet die Box nämlich 23,33 €. Hier haben wir aber jetzt mal eine ganz entspannt interessante Auswahl drin und da bin ich echt gespannt drauf. Ich mache übrigens auch eine Verlosung in diesem Video und zwar verlose ich ein selbst zusammengestelltes Beauty-Paket. Schau gerne in der Infobox vorbei, da stehen die Teilnahmebedingungen drin und so. Genau, gönnt euch hart und ich bin gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt, was wir jetzt hier Weihnachtliches bekommen werden. Das Ganze riecht blumig, aber auch ein Hauch Sandelholz, ein Hauch zitrisch. Ganz interessant. Da müssen wir gleich mal gucken, welches Produkt dafür zuständig ist. So sieht das Ganze aus, wenn es bei einem ankommt. Super liebevoll, finde ich. Also das ist sehr besonders. Wir haben hier nämlich als Kärtchen auch immer so eine handgemalte Karte. Das macht die Ina tatsächlich selber, ne? Das ist Inado Art, nennt sich das. Da kann ich euch auch mal gegebenenfalls das Insta-Profil verlinken. Und Ina Doncheva heißt die Ina. Komplett, ne? Und das macht sie halt. Und eben weil sie der Vegan Beauty Basket nochmal eine etwas persönlichere Note geben wollte, hat sie dann auch jetzt das Umbenennen vorgenommen zu Charmy Box. Und dann haben wir hier auch eine Produktkarte, die auch wieder sehr besonders designt ist, ne? Mit diesem weihnachtlichen Design, finde ich total schön. Wir haben hier vegane Naturkosmetik drin, tierversuchsfrei, ne? Richtig coole Produkte immer drin enthalten. Hier haben wir auch, wie gesagt, das Produktkärtchen, das ein oder andere Rabattkötchen haben wir hier. Kötchen, Rabattcode. Der ein oder andere Rabattcode ist hier auch noch drin vermerkt. Und ja. So, ich öffne mal das Schleifchen. Ich bin nämlich super gespannt, was wir hier drin finden werden. Das Butterbrotpapier kommt zur Seite. Ich habe hier noch so ein extra Ding drin, da kommen wir gleich am Ende des Videos mal zu. Ne? Hier haben wir dann nämlich einmal den Blick in die Box und dann schauen wir mal zusammen in diese Weihnachtsbox hinein. Als erstes habe ich hier von Beauty Made Easy ein Lip Balm. Wie süß ist der bitte? Mit einem Pinguin. In Kirsche, da haben wir halt kein Plastik. Das ist halt so ein komplett aus Papier Lippenbalsam. Oh mein Gott, ist der süß. Mit einem Pinguin. Ich liebe Pinguine. Pinguine sind so süße Tiere. Die sehen natürlich nicht so aus wie auf diesen Comiczeichnungen, aber Pinguine sind generell total knuffig, ne? Wenn die immer so rumwatscheln. Wenn die sich dann zusammen Stellen, bei denen so kalt ist und so, oh Gott, Pinguine, das sind so niedliche Tiere. Okay, finde ich gut, können wir gut gebrauchen, definitiv, weil trockene Lippen, trockene Luft, kalte Jahreszeit macht durchaus Sinn. Finde ich wirklich gut. Dann habe ich hier gleich 2 Produkte drin von You and Oil. Regeneration Beauty Shot Botox, ach du kannst das nicht, und Moisturizer Beauty Shot Hyaluronan. Was? Okay, ich glaube, das soll anders heißen. Ich glaube, das ist einfach eine andere Sprache hier drauf. Und da ist selbst meine Kamera zu scheu, um scharf zu stellen. Ich weiß nicht, wen die gerade scharf stellen wollte. Ich glaube, ja, tatsächlich hier hinten, ne? Meine beiden Wichtel wollte sie scharf stellen. Cool. 2x10 ml haben wir hier drin. It's a revolution in the world of natural beauty, almost like an effective injection. Ja, also tatsächlich, ne? Dass wir hier irgendwie wahrscheinlich so eine
Ja, Botox Regeneration, also dass wir quasi ein natürliches Botox oder solche drin haben, und Hyaluron ist natürlich Moisturizer, ergibt durchaus Sinn. Steht das hier auch, also Englisch, ja, haben wir hier auch irgendwie Deutsch oder so, Finnisch, Schwedisch, nö, PT, Portugiesisch ist PT, glaube ich, ne? Okay, krasses Gedönsen. Ja, müssen wir uns mal angucken, ne? Das sind hier so zwei Glasfläschchen, die hier drin enthalten sind. Und die kannst du dann einfach wahrscheinlich in deine Creme mit reinmischen. Ähnlich wahrscheinlich wie die Produkte von Beauty Mates, oder? Hätte ich jetzt einfach mal gedacht. Ja, mal gucken. Vielleicht probiere ich die einfach mal aus. Mal schauen. Kommt drauf an, was das sein soll. Botox Oil. Also Öl ist schon mal gut, und Hyaluron ist auch gut. Macht für mich durchaus Sinn, muss ich sagen. Ich schaue mal, ob Ina hier irgendwie was in die Produktkarte dazu reingeschrieben hat. Bestimmt. Die ist da ja immer ganz fleißig. Das Gesichtsöl von You and Oil entspannt die Muskeln tatsächlich, ne? Und macht die Haut elastischer. Der hohe Anteil an Lavendelöl verstärkt den Entspannungseffekt. Alles klar, das finde ich gut. Dank der enthaltenen hochwertigen Pflanzenöle wirkt es revitalisierend und straffend. Das Gesichtsöl ist sehr ergiebig und kann mit der Lieblingscreme oder dem Lieblingsserum vermischt werden. Und das ist doch klasse. Das kannst du zum Beispiel einfach mit dem Feuchtigkeitsserum Hyaluronan vermischen. Jeden Abend einen Tropfen mit der Lieblingscreme oder dem Lieblingsserum vermischen und auf das Gesicht auftragen. Dann habe ich hier von La Saponaria Bio Sapone Arnica und Canelriccio, die Vitamina E, also quasi reich an Vitamin E sehr wahrscheinlich. Sieht danach aus, als wäre hier Zimt und Orange vielleicht drin. Das weiß ich jetzt nicht. 100 Gramm sind hier drin enthalten. Hier steht irgendwas auf Italienisch drauf. Ich kann kein Italienisch. Organic Soap. Jo, mit extra virgin Olivenöl, Orange und Zimt. Ja, biologische Seife. Hier steht es auch auf Deutsch. Mit extraktivem Olivenöl, Orange und Zimt. Eine Seife kann man auch gut gebrauchen, ne? Hände waschen mache ich recht häufig. Und ob du das jetzt. Boah, die riecht so weihnachtlich. Das ist krass. Das ist richtig krass, Leute. Ob du dir das jetzt auf den Körper gibst oder ob du dir das für die Hände verwendest oder zum Pinsel reinigen oder sonst irgendwas, ist jedem selbst überlassen. Aber diese Seife, die riecht so hart nach Zimtstern. Das ist ja richtig geil. Also ich mag's tatsächlich, ne? Ich bin da ja schon ein verrückter Mensch, aber ich habe aktuell auch eine Handcreme in Anwendung, die nach Winterzauber riecht, also auch nach Zimt. Nicht jeder mag sowas, ne? Jo, dann habe ich hier noch ein Produkt. Das ist hier. Und das wäre dann das Produkt Nummer 4. Und das war ein Reim. Crazy. Und hier haben wir von Aloha Senses Sternenstaub, Lavendel und Weißtanne-Spray für Aura und Sinne. 100% Natural Body Spray. Das sind 50 Milliliter hier drin. Und das ist so eine richtig schwere Glasflasche. Und das wird dann, ja, einfach winterlich nach Weißtanne und Lavendel riechen. Übrigens ist hier was ausgelaufen, dementsprechend kann ich es doch riechen. Ah, ich finde übrigens, es riecht nicht so geil. Bin ich ehrlich. Das mit dem Lavendel, das ist irgendwie zu seifig. Das passt für mich jetzt nicht ganz so sehr zu diesem Tannenduft und macht das Ganze doch eher so nach eingeschlafenen Füßen. Bin ich jetzt ehrlich, ne? Das ist nicht so ganz meine Welt. Und wie gesagt, das ist hier so ein bisschen ausgelaufen. Das mache ich jetzt auch mal ein bisschen trocken. Schade. Ja. Ist jetzt wirklich nicht so ganz meine Duftrichtung. Aber gut. Muss ja auch nicht immer alles mir gefallen. Jeder Jeck ist anders. Aber das ist halt die Sache bei Surprise-Boxen. Da kann manchmal nicht jedes Produkt ins Schwarze treffen. So. Das hier wäre jetzt nämlich die Weihnachtsedition gewesen, die Weihnachtsbox, die ich persönlich schön und passend fand. Bei dem, ja, Raumspray ist dann leider nicht so ganz meine Welt. Das, ne? Hätte ich das jetzt nicht gerochen, hätte ich wahrscheinlich gesagt, alles mega cool und alles mega passend. Ist eigentlich ja auch passend, aber mir persönlich gefällt der Bodyspray-Duft jetzt nicht ganz so gut. Okay, trotzdem wird sich das safe lohnen, ne? Also ich habe eben schon überflogen, dass allein dieses hier 2x14 € sein werden von den Serien her. Dementsprechend hast du easy und schnell den Wert natürlich wieder raus. Jetzt habe ich noch die unheimliche Ehre bekommen, dass ich euch eine Sneak Peek geben kann für den Monat Januar-Februar. Da kommt ja die nächste Box raus. Und ihr habt jedes Mal ein Auswahlprodukt, wo ihr
eine Farbe auswählen könnt, wo ihr eine Duftrichtung auswählen könnt oder ne, irgendwie ein Hautbedürfnis auswählen könnt. Und dieses Mal ist hier ein Produkt drin, das ist so krass, Leute, weil es gab noch nie ein solches Produkt in einer Vegan Beauty Basket, Schrägstrich, jetzt ja Charmy Box, denn es ist eine Lidschattenpalette. Und die ist von Grün, Shades of Nature. Ich habe die Farbe Sunset ausgesucht, Essential Eyeshadow Palette. Und ich blende euch auch mal hier oben drüber dann gleich ein, welche Alternative es gegeben hätte. Ich habe mich für die warme Variante entschieden. Es hätte auch noch eine gegeben mit Tönen, die dann doch eher so grünlicher unterwegs sind. Ich habe mir gedacht, dass man halt einfach mit dieser Palette einen schönen, schnellen Alltagslook schminken kann. Und gerade jetzt so im Hinblick auf Mami-Dasein, ich kann mir jetzt nicht mehr 2 Stunden Augenlook gönnen oder so, ist das, glaube ich, eine gar nicht mal so verkehrte Geschichte für mich persönlich halt auch. Ne? Also ja, das ist halt das Auswahlprodukt für den Monat Januar bzw. Januar und Februar. Und falls ihr Bock drauf habt, euch die Box genauer anzusehen, vielleicht auch mal ein Unboxing, habe ich euch wahrscheinlich schon längst im i verlinkt. Und halt, ne, Claudi15 gibt euch 15% Rabatt. Vielen Dank, liebe Ina, dass ich hier schon mal die Sneak Peek in meinen Händen halten durfte. Jo, und dann war es das auch hier von mir und dem Video. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!